Für diesen Mikrowellenkuchen benötigen wir ein kleines Gefäß, das Mikrowellen geeignet ist. Im ersten Schritt fügen wir 4 Esslöffel Mehl in das Gefäß. Jetzt geben wir 3 Esslöffel Zucker hinzu. Wenn der Kuchen etwas süßer sein soll, kann man auch 4 Esslöffel Zucker hinzufügen. Nun geben wir ein Päckchen Vanillezucker hinzu. Als nächstes brauchen wir den Kakao, von dem wir 3 Esslöffel dazugeben. Alle trockenen Zutaten vermischen wir. Jetzt geben wir ein ganzes Ei hinzu. Dem Ganzen fügen wir noch 3 Esslöffel Milch hinzu. Zum Schluss benötigen wir 3 Esslöffel Pflanzenöl. Man kann noch dem Teig etwas hinzufügen, wie zum Beispiel hier 2 Esslöffel klein gehackte Schokolade. Man könnte aber auch Smarties oder Kokosraspeln hinzufügen, ganz nach Belieben. Das Ganze vermischt man zu einer einheitlichen Masse. Bei höchster Wattstufe stellen wir das Ganze für etwa 2 Minuten in die Mikrowelle. Da mein Kuchen nach 2 Minuten noch nicht fertig war, stelle ich ihn für 1 Minute noch einmal in die Mikrowelle. Nach insgesamt 3 Minuten Mikrowellenbackzeit ist der Kuchen nun fertig.